Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Minecraft Let's Plays, der auf die Grave Instanz. Ja, in der vergangenen Folge hat sich der Hund hier auf mein Bett gesetzt. Nein, ich habe ihn draufgeschoben. in der vergangenen Folge haben wir schon ein bisschen den Zugang hier zur Festung ein bisschen vorbereitet. Ich meine, mehr als vorbereitet ist letztendlich jetzt auch nicht, weil, da fehlt noch ein kleines bisschen was. Aber, dieser Bereich hier. Ja genau, um diesen Bereich hier haben wir uns gekümmert. Leider ist er nicht ganz fertig geworden. Ihr seht ja, der Boden hier ist noch nicht ganz so, wie er sein sollte. Aber tatsächlich habe ich den Boden bisher aus gutem Grund ausgelassen. Ich war mir in der vergangenen Folge noch nicht ganz so sicher, ob wir diese Brücke, sage ich jetzt mal, also dieser Abschnitt, der dann hier auf dieser Höhe da kommen wird, ob wir den jetzt aus Holz oder eher aus Stein machen. Weil je nachdem, ob das jetzt eben Holz oder Stein wird, sollte nämlich auch dieser Weg hier unten dann eben angepasst werden. Beziehungsweise der Bereich da hinten bestimmt letztendlich die Blockpalette für diesen Part. Tatsächlich ist jetzt die Frage, womit machen wir weiter? Eigentlich wäre schon sinnvoll, wenn wir uns jetzt so langsam aber sicher um den Zugang hier kümmern und um vielleicht noch eine kleine Erweiterung von diesem Abschnitt hier, der vielleicht noch ein bisschen hier rüber geht, so ein ganz kleines bisschen. Ja, nicht viel, wirklich nur ein ganz kleines bisschen und dann könnte man da so langsam dann anfangen, den Weg reinlaufen zu lassen. Beziehungsweise dann hier auf, keine Ahnung, dieser Höhe hier meinetwegen irgendwo eine Kreuzung dann haben, die dann eben hochgeht und eben hier lang geht. Zum eigenen Altar. Das wäre so der Plan für heute, beziehungsweise generell der Plan für jetzt die nächste Zeit, da ich jetzt auch nicht weiß, wie lange wir dafür brauchen werden. Als erstes würde ich da wahrscheinlich wieder ein bisschen mit. Was ist das denn schwierig jetzt gerade überhaupt? Wunderbar. Würde ich erstmal ein bisschen mit Erde vorbereiten. Stimmt. Da fehlt noch was. Okay. Wir kümmern uns vielleicht erstmal um die Süßbeerenbüsche und um ein bisschen Knochos von Melus. Das wäre vielleicht erstmal sinnvoller. Na komm, mach zu. Da kommen wir vielleicht direkt ein bisschen Erde. Wobei, ne, wir haben oben noch genug Erde. Naja. Ich glaube, ich will trotzdem ein bisschen Erde mitnehmen. Dann können wir uns eine kleine Grundlage schaffen, wo wir dann letztendlich die Straße draufsetzen werden wollen können. Die Kanten davon werden dann natürlich wieder mit Fels oder mit Mauerwerk versehen. Genau. So, ein bisschen Knochenmehl, ein bisschen Süßbeerenbüsche. Ach ja, die habe ich oben liegen. Egal, wir pflücken uns kurz ein paar. Ich könnte natürlich auch welche von hier mitnehmen, aber. Nee, jetzt nicht. Eigentlich müsste ich damit noch ein bisschen warten, ne? Ja, es wäre vermutlich schon sinnvoller, wenn wir erstmal unten den Weg machen, bevor ich da jetzt irgendwas weiter texturiere. Und wenn es aber bloß, na, einfach nur der kleine feine Part unter der Zugbrücke ist, das wäre, glaube ich, schon sinnvoll, weil dann natürlich da unten auch nochmal ein paar Gräser und Zeug gepflanzt werden können. Ja, genau. Nehmen wir erstmal den Part hier weg. Beziehungsweise kümmern wir uns um diesen Bereich hier. Da könnte man dann ein bisschen Gras hinhängen. Und ansonsten würde ich das wirklich mit der normalen Straßenpalette machen. Ja. Jap. Was haben wir denn noch an Straßenmaterial da? Ja, toll. Irgendwie nicht mehr so viel. Ne? Gut, dann müssen wir ein bisschen was vorbereiten. Einmal so. Also, das hier wäre Straße. Das hier wäre Straße. Das hier ist Schitterasse. Und der Kram hier. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall noch ein bisschen mehr bemoosten Kram. Man kann natürlich auch überlegen, ob man dann hier und da vielleicht noch so eine kleine Treppe reinbaut, damit die ganze Straße noch ein bisschen unebener, kaputter, wie auch immer ist.
spricht ja eigentlich so nichts dagegen. Also kann man da durchaus mal machen. Aber erstmal würde ich jetzt ganz gerne noch ein bisschen bemooste Steinziegel herstellen. Dankeschön. Und tatsächlich hätte ich ganz gerne noch ein paar mehr. Das wäre hilfreich. So, nochmal. Okay. Ja, 37. Passt. Da kommt der Kram da wieder rein. Dann müssen wir auch bald wieder ein bisschen uns wieder um ein bisschen Moos kümmern. Aber das kriegen wir schon hin. Gut, die steinerne Säge, die würde ich auch gleich damit runternehmen. Wie gesagt, wir können da ein paar Treppen noch einbauen. Vielleicht. Also ich würde da erstmal die Straße so an sich jetzt soweit fertig ziehen. Und dann kann man am Ende überlegen, ob hier noch ein paar Treppen oder sowas rein sollen. Das heißt, das wäre eigentlich sinnvoll, wenn wir noch ein bisschen. Ach, die Schnee hier wegnehmen. Ich sehe gerne, was ich worauf ich baue. Ups. Ja, genau, so viel dazu. Fängt das schon mal gut an, dass ich wieder die Hälfte vergesse. So, da war ja was. Die Schaufel ist echt kacke. Was soll denn das? Mann, 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 Mann. Ja gut, genau genommen könnte ich das ja eigentlich weglassen, weil der sowieso die Straße hin soll. Aber ich hätte schon ganz gerne erstmal überall den Scharnier weg. Mumm. Den will sowieso kein Mensch haben. Ich hoffe, dass ich das hier hinkriege. Ich weiß nicht genau, ob wir hier jetzt wirklich Gras mit daran setzen sollen oder einfach nur Erde. Ich meine, hier würde jetzt kein Gras wachsen, weil, ja, hier ist kein Grasblock, weit und breit. Dann müsste ich ein Grasblock herholen, das wäre natürlich nicht das Problem. Ich habe ja schon ein paar da. Notfalls würde ich mir einfach einen Grasblock irgendwo wegernten mit der Spitzhacke. Das ist ja jetzt kein Problem. Mann, was soll das denn? Ja, andererseits bräuchte ich das hier hinten ja nicht mehr wegnehmen. Machen wir es bis hier. Und bei meinem Glück fängt es gleich an zu schneiden, dann ist alles wieder dahin. Ja, toll. Okay, dann hätten wir das soweit. Was machen wir mit den Schneebällen? Ja, vielleicht so ein paar Schneeblöcken machen. Kann nicht schaden. Muss nicht helfen. So. Hiervon noch ein paar. Zack. Könnte man ja fast ein Iglu bauen, was? Naja, unten im Lager haben wir noch genug. Also theoretisch können wir es wirklich machen. Ja, aber ich weiß nicht, ich stehe nicht so auf Iglus. So, rein den Kram. Ah, da hätten wir auch noch ein paar gehabt. Egal, egal, egal. So. Die Irre-Dirre lassen wir dann erstmal da. Und dann können wir uns jetzt an die Straße machen. Ja, dann einmal Hakus von Spitze. Na, da ist ja noch mehr von dem Kram. Wo fängt eigentlich. Okay. Nein! Warum? Ich will nicht mehr. So. Okay. Gut, wunderbar. Dann würde ich anfangen, jetzt hier einfach mal ein bisschen den Boden auszutauschen. Aber nicht überall. Also alles, was ich jetzt wegnehme, das wird wirklich Straße. Und alles, was ich letztendlich an Stein übrig stehen lasse, oder übrig lasse, stehen lasse, soll dann, also sowohl an Stein als auch an Gras, Erde meine ich, wird dann, keine Straße. Beziehungsweise aus anderem Material. Um genau zu sein, letztendlich entweder Erde oder verschiedene Erdarten und na, wie heißt es noch? Stein. Genau. Aber erstmal schön alles wegnehmen, was keine Miete zahlt. So. Wunderbar. Ja, ist auch so ein richtig schöner Blick eigentlich hier durch, ne?
Ach ja, aber das erinnert mich natürlich auch wieder daran, dass ich gleich schlafen muss. Ich will aber nicht. Ich baue doch gerade so schön, beziehungsweise wir haben ja gerade nicht angefangen. So, gehen wir hier so ein bisschen lang. So, aber jetzt sollten wir wirklich eine Runde schlafen gehen. Wunderbar. Nein. Ja, ich weiß. Ich habe mich schon wieder von der wunderbaren Optik ablenken lassen. Wobei, wenn es danach geht, ach, dann dürfte ich hier unten, wenn das Ding hier unten fertig ist, dürfte ich mich wahrscheinlich da niemals wieder von wegbewegen. Genauso wenig wie vom Baum. Und ach, es gibt wieder so viele schöne Ecken hier. Also schlimm. Richtig, richtig schlimm. Ah, Mann. Ich glaube, ich würde hier noch ein bisschen reingehen. Okay, damit es nicht ganz so gerade ist, wisst ihr? So, dann hier noch ein bisschen rein. So, vielleicht. Ja, dass die Straße an der einen oder anderen Stelle etwas Kohle. Etwas breiter ist, das ist mir schon aufgefallen. Aber ganz ehrlich, das ist selbst nicht so schlimm. Ganz im Gegenteil, ich finde das eigentlich ganz, eigentlich recht ansehnlich hier. Zumindest in diesem Bereich hier. Also hier ist es absolut okay, wenn das so ungleich ist. Würde ich mal behaupten. So. Dann hiervon auch noch ein bisschen weg. So vielleicht. Das könnte man, denke ich mal, so lassen. Ja. Okay. Ja, die Kohle nehmen wir natürlich auch mit. Man weiß nie, wofür man Kohle irgendwann mal braucht. Ach. Ja, wie viel Kohle soll es sein? Oh Mann. Ich meine, ich freue mich über die Kohle, aber ich muss sie doch auch gleich wieder stopfen. Wie viel haben wir denn? 24, okay. Naja, wir haben ja Erde. Wobei ich das jetzt in diesem Fall eher mit Stein machen würde. So, einmal zumachen wieder den Kram. Komm, lass mich raus. Wunderprächtig. Ja, sehr gut. Dann einmal frohes Straßenpflastern. Wie machen wir das jetzt am besten? Ich würde sagen, wieder richtig schön Block für Block. Beziehungsweise Blockart für Blockart. So, ein bisschen bemooste Steinziegel hier rein. Danach würde ich vielleicht mit. Keine Ahnung. Das ja nicht, das spielt ja eigentlich ja keine Rolle. So, ja, vielleicht ein bisschen mit normalen weiter. Davon aber vielleicht ein bisschen weniger. So. Ja, hier entstehen dann teilweise ein paar kleine Cluster, das ist ganz gut. Da drüben dann nochmal was. Vielleicht noch ein bisschen mehr. So. Dann haben wir den jetzt auch abgehakt. Dann können wir eigentlich wunderbar mit diesen wunderbaren Blöcken weitermachen. Und die letzten Zwischenräume werden dann einfach mit normalen Steinen, Bruchsteinen gefüllt. Genau, man kennt das ja schon. Huch. Wäre natürlich auch toll, wenn es auf der richtigen Höhe bleiben würde. Dankeschön. So, den Kram nochmal zumachen und da auch. Ja, und so wie ich dich auch sehe, werden wir uns dann wirklich gleich um Gras und Erde bemühen, damit wir ein paar schönere Kanten haben. Beziehungsweise damit der. Ja, wobei es würde auch so gehen. Ah, ich weiß es echt nicht. Egal. Erstmal einfach ein paar Bruchsteine hier noch reinsetzen. So. Dann müssen wir gleich nochmal einen Kontrollgang machen. Ich habe nämlich das Gefühl, dass wir jetzt zu viel Bruchstein drin haben. Also normalen Bruchstein. Da könnte vielleicht ein bisschen mehr von dem bemoosten Zeug dazu gesetzt werden.
Hier zum Bleistift könnte man rein. Wo muss ich den hinsetzen? Und hier die beiden vielleicht sogar. Dann hätte ich hier, glaube ich, ganz gerne nochmal zwei. Genau. Machen wir es gleich so und so. Ist so auf jeden Fall ein bisschen angenehmer, ja. Okay, aber nichtsdestotrotz brauche ich jetzt ein bisschen mehr Bruchstein. Ach, hätte ich mal eine andere Spitzhacke hier gehabt. Ja, hier ist mehr als genug Bruchstein gehabt. Na gut, dann einmal ein bisschen Bruch von Steine. Müssen wir noch ein. Ach, dass man da nicht hochkommt, ist echt ein Krampf. Ach ja, naja, gut. Hier habe ich ja keinen drin. Kein Bruchstein. Moment. Wir haben eigentlich mehr als genug Bruchstein. Ich hätte ja gesagt, ich hätte da noch ein paar Treppen reinbauen können. Was habe ich denn für Probleme? Ist doch alles wunderbar. Wenn wir einfach hier und da noch so eine kleine Treppe reinsetzen. So. Was den ganzen Kram so ein bisschen kaputter wirken lässt. Älter wirken lässt. Das ist doch gar nicht so schlecht. Hier und da ist ein kleines Loch drin. Könnte man hier an rein theoretisch sogar noch Wasser reinkippen, dann hätte man eine kleine Pfütze. Ja, es wird. Das ist ganz gut. Da kann man den vielleicht mal reinsetzen und hier dann davon nochmal ein. Genau. Okay, ja, doch. Es scheint eigentlich ganz gut zu sein. Hier würde ich dann ja, vielleicht so einen reinsetzen. Und hier könnte man theoretisch sogar. Ja, wobei nicht zu viel. Das könnte ein bisschen too much sein. Ja, so ist noch in Ordnung. Gerade so. Sehr gut. Dann können wir da nochmal so einen hinklemmen und dann machen wir erstmal wieder zu. Naja, wobei. So, zack. Nimm den nochmal raus. Da können wir dann meinetwegen so einen nochmal reinsetzen. Ja, wunderbar. Dann hätten wir jetzt einen richtig schönen, etwas beschädigten Weg. Das ist gut. Und dann würde ich jetzt wirklich ein paar Erdblöcke rechts und links hinsetzen. Und wieder noch ein paar Steine hier verteilen. Also Knöpfe. Okay. Oder doch nicht? Lassen wir es so steinig. Hier und da vielleicht ein bisschen Erde. Kann nicht schaden. Muss nicht überall sein. Hier vielleicht so ein bisschen Erde. So. Und hier. Wobei diese Erde dann tatsächlich auch gleich direkt zu Schnee, sag ich schon, zu, na, ihr wisst schon, wie das heißt. Na. Zu Gras werden würde, da hier Gras wächst. Okay. Dann hätten wir noch ein bisschen Platz, wobei ich das ganz gerne so lassen würde, vielleicht. Hier sehe ich eine Erde. Genauso wie hier und hier. Ja, das macht die ganze Geschichte natürlich nochmal wieder viel, viel dynamischer. So, da ein bisschen Erde rein, vielleicht noch ein bisschen mehr. So. Vielleicht, wenn die Erde zu Gras werden würde, wäre es nicht so schlimm. Aber hier sollte sie eigentlich noch nicht zu Gras werden können. Okay, dann können wir hier vielleicht noch ein bisschen was rausnehmen. So vielleicht. Ja. Ja, warum nicht? Und dann setzen wir den nochmal rein. Wunderbar. Sieht doch eigentlich ganz nett aus. Sehr gut. Dann brauchen wir jetzt das Zeug und. Ach genau, ich wollte noch ein paar Riesbärenbusche holen. Da war ja was. Gib mir, gib, 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 gib.
Ich vergesse jedes Mal, war ich dieser hier? Oder der da unten, wo ich gestorben bin? Ich glaube der. Oder doch der? Naja. Müsste man nochmal nachgucken, ne? Auf der Flucht vom Skelett erschossen. Ja, nee, nicht ganz. Auf der Flucht vom Skelett in den Süßbärenbusch gesprungen, genau. So war das. Okay, dann hier würde ich jetzt nicht dran setzen, weil hier die Wand noch ein kleines bisschen erweitert werden muss in diese Richtung. Nicht viel, aber ein bisschen. Wo aber natürlich der Busch hin kann, ist da. Und was ist hier drunter? Ein Süßbärenbusch, genau. Dann da vielleicht nochmal einen rein. Okay. Ja, vielleicht da nochmal ein. Ach man, dass ich immer so viel von dem Zeug verbrauche, das ist echt schlimm. Gib mir Süßbärenbüschel. Beeren, Beeren, wunderbare Beeren. Da haben wir welche. Wunderbar. Da auch nochmal ein paar. Wieder vier, okay. Ich hätte aber ganz gerne ein paar mehr diesmal. Alles, was übrig bleibt, na, kommt in den Magen. Genau. Ich bin gegessen. Ach, Mann. So. Ach, Stück so nicht. Ich glaub's nicht. Ich sehe die Dinger gar nicht mehr. So, jetzt aber schnell ins Bett. Wenn die Festung fertig ist, machen wir nochmal eine kleine. Oh, den habe ich gerade gar nicht kommen sehen. Geh weg. Und der Hund jetzt wieder auf dem Bett und tut einfach gar nichts. Mann, 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 Mann. Was ist los mit dir, ne? Okay. Ja, bitteschön. Bist trotzdem lieber. Der hätte bestimmt nur einfach zugeguckt werden, wenn mich der Zombie aufgefressen hätte und ich ganz gestorben wäre. Da war ein Skelett. Da kennt der Wauwau nichts. Das ist ihm vollkommen egal. Mein Wohlergehen. Schon gemein. Muss ich schon sagen. Da ist es vielleicht ein Buschen und da. Ja. Teilweise werden die Büsche vermutlich auch gar nicht groß, weil das Lichtlevel zu gering ist. Aber ist ja egal. Gut, dann hätten wir die Büsche da an der Stelle jetzt auch so weit. Dann kann man hier an. Achso, das war der Fuchs. Ach. Da könnte man da vielleicht nochmal einen Busch ran setzen und. Ja, das würde ich jetzt tatsächlich auch erstmal so lassen. Dann hier ein bisschen Schnee weg, damit wir noch ein bisschen Gras säen können. Vielleicht dann nochmal einen Busch. So. Ja, und dann einmal frohes Begrasen. So, hier oben auch nochmal. Da ich auch nochmal ein bisschen Gras. Dankeschön. Ja, ob das jetzt so hoch sein muss, lassen wir mal dahingestellt. Okay. Nee, das Ruhrgras ist nicht schön. Ich habe gesagt, das Ruhrgras ist nicht schön. Hast du auch ein bisschen kleiner? Ne Riss. Ich hasse dich. Dankeschön. Ja, und das hier würde ich dann vielleicht auch eher klein haben wollen. Ah, gut. Ja, ist in Ordnung. Dann hier drüben auch nochmal fix ein bisschen Gras verteilen. Also den Kram weg und den hier. Wow, das war ja richtig toll. Genau, noch mehr hohes Gras. Was doch normal ist. Ja, gut, das geht natürlich auch. Machen wir es vielleicht so. Den nochmal weg. Ja, das passt so eigentlich ganz gut. Okay. Was mir jetzt ein bisschen stört, ist, dass ich nur noch ein Knochenmehl habe. Ich brauche hier oben nämlich noch ein bisschen was. Ich meine, klar, wir können hier einen Busch hinsetzen und da fehlt auch ein Busch, aber. Da fehlt noch Gras.
Acker hier. Da fehlt kein Gras, da kommt einfach. Nein, da kommt kein Laub hin. Da haben wir mehr als genug Laub schon. Okay, wir brauchen noch ein bisschen Gras. Ich habe jetzt gar kein Knochenmehl mehr hier oben. Na gut, dann müssen wir mal fix welche holen gehen. Jo, Seepferdchen. Ich habe eine Aufgabe für dich. Du darfst mich nämlich jetzt wieder tragen. Ach ja, dann sollte ich vielleicht erstmal dir einen Sattel anschnallen. Hier geblieben. So, auf nach draußen. Schön die Birne stoßen. Genau. Ach, ist das toll. Dem Hund geben wir gleich zwei Knochen. Ach, die futtert er doch eh nicht. Ich meine, ich auch kein Fleisch mehr dran. Ne? Da würde ich an der Stelle des Hundes auch kein Knochen mehr nehmen. So, ich brauche ein bisschen Knochos Melos. Tatsächlich muss ich mich wirklich mal wieder ein bisschen um Knochenmehl kümmern. Wir haben nicht mehr so viel hier drin. Ne? Naja. Das Feld ist auch schon etwas längere Zeit nicht mehr abgeerntet worden. Gut, hoch zur Festung. Zur wunderbaren Festung. Ja. Hüpf. Und dann hier wieder rein. Also wieder Kopf stoßen. Wieder zumachen. Genau. Sattel wieder rein. Mach zu. So, also, was hatte ich gesagt? Wir brauchen noch ein paar Knöpfe. Ja, ein paar mehr vielleicht. So. Dann setzen wir hier so ein bisschen Gras hin. Hey, das ist so ganz gut. Kein hohes Gras dabei, das ist wunderbar. Ja, perfekt. Dann würde ich sagen, noch einmal ein paar Steine dazu. Ein paar Steine dazu, danke. So, 12, ja, keine Ahnung, ob wir das wirklich so viele brauchen. Dann einfach hier und da so ein paar Steine verteilen. Ja, hier in diesem Bereich vielleicht noch ein paar. 1, 2, 3. Da einen hin. Und vielleicht da noch einen. Könnte man sich überlegen, ob man da noch mal einen hinsetzt. Jo. Okay. Dann hätten wir jetzt noch so einen etwas steinigen Weg hier. Gefällt mir eigentlich recht gut. Ich meine, in diese Richtung sieht man irgendwie so ziemlich gar nichts. Genauso wenig wie in diese Richtung. Aber wenn die Sonne hier untergeht. Ach, das ist ja wirklich toll. Wenn die Sonne dahinter steht, hier hinter steht. Sehr gut. Die Steine der Säge würde ich jetzt einfach da lassen, weil wir jetzt noch. Ja, keine Ahnung. Ich würde sie erstmal noch stehen lassen. Punkt. Jo, stimmt, wir hätten noch genug Erde dabei gehabt. Egal. Der Kram kann erstmal raus. Und dann fangen wir mal eben an, uns ein paar Dinge ranzutexturieren. Beziehungsweise nicht ranzutexturieren, sondern das Terrain so ein bisschen anzupassen. Nochmal wieder. Hier so leicht abgerundet vielleicht oder so, keine Ahnung. Ja, das wäre ein bisschen zu heftig. Und weiter würde ich, glaube ich, auch gar nicht gehen. Einfach nur so ein ganz kleines Stück noch. Oder? Naja, man könnte überlegen, dass man mit Fackeln nochmal den Weg so ganz grob vor skizziert, wie er verlaufen kann, soll. Ja, und dann geht es hier hoch.
Ja, es ist wirklich erstmal nur ganz grob. Ich meine, mehr als grob kann man das hier sowieso nicht machen. Jo, und dann ja, hier hin. Und tatsächlich gefällt mir das überhaupt nicht. Genau. Wir müssen nämlich noch ein bisschen weiter hier raus. Könnte man sich mal überlegen, ob man das so macht. Da kann der hier wieder weg. Und dieser hier auch. Genauso wie dieser hier. Der kommt nämlich dann hier hin. Zack. Dann dürfen die dann beide natürlich auch mal weichen. Ja, vielleicht hätte ich den Weg vorher von oben planen sollen. Okay. Naja. Dann geht der Way da so direkt hoch. Dann würde ich aber noch einen weiteren Weg geben, der dann eben letztendlich. Ja, dann hier so lang verläuft. Naja, oben drauf bestenfalls. Danke. Der läuft dann hier so lang. So. Ja. Und dann hatte ich auch noch eine kleine I eine Überlegung, ob ich hier vielleicht auch noch mal ein kleines Wegchen irgendwie ranzimmere. Also, dass hier dann auch noch mal ein kleiner Weg lang geht. In diese Richtung. Damit das Ding hier einerseits nochmal angeschlossen ist und andererseits hat man dann hier nochmal so eine kleine Plattform, sage ich jetzt mal. Also der Weg wird nicht weit gehen. Also der Weg geht vielleicht dann am Ende bis, keine Ahnung, bis hier oder bis hier oder so. Er wird noch ein bisschen runtergehen. Stimmt, das kann ich eigentlich gleich direkt mal mit einplanen. Genau, es geht ein bisschen runter. Schön hier auf Kante. So. Jetzt sind wir gerade direkt drüber. Ja, weiter will ich den Weg nämlich gar nicht unbedingt ziehen. Na gut, machen wir den Weg bis da. Ja. Das wäre dann letztendlich so eine kleine Brücke, ja, nicht Brücke, wieder so eine Plattform da an der Wand, an der man dann ein bisschen rumstiefeln kann. Da wird dann auch eine Bank drauf gesetzt. Und vielleicht so eine ganz kleine Höhle in den Berg reingehauen. Über der Gruft. Das steht noch offen. Aber das wäre jetzt so im Großen und Ganzen erstmal der Plan für die Wege. Und ich glaube, das ist doch tragbar, oder? Also ich hoffe es zumindest. Naja, gut. Aber tatsächlich haben wir jetzt hier gar nicht so viel, was wir da dran texturieren müssen, wenn ich mir das so richtig angucke. Da ist jetzt nicht so viel. Nee, 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 nee. Das soll ja auch einen schönen, sanften Abgang haben. Ja, den vielleicht nochmal wieder raus. Und den hier dann vielleicht auch bei der Fels oben drauf. Das ist eigentlich gar nicht so schlimm. Kann man so lassen. Okay. Eigentlich müsste man sich jetzt zuerst die Straße hier runtersetzen, die Hauptstraße. Damit man hier den ganzen Kram hier weiter bauen kann. Okay. Ich hätte gedacht, dass wir das jetzt noch nicht machen müssen. So ein Mist. Ja, ich bin darauf jetzt eigentlich gar nicht vorbereitet. Das ist schlecht.
Gibt es denn schon irgendwas anderes, was wir heute machen könnten? Damit ich mich dann so ein bisschen aufs Gehen vorbereiten kann. Also eigentlich, Vorbereitung heißt es eigentlich nur Moos. Einfach Moos holen. Oder wir gehen nochmal gemeinsam Moos holen. Das wäre vielleicht auch gar nicht so schlecht. Vielleicht finden wir dabei ein paar schöne Sachen. Die Hacke, habe ich die hier oder liegt die unten im Lager? Das wäre natürlich ganz gut zu wissen. Na komm. Hacke. Nee, haben wir nicht. Das ist ja wieder richtig toll, danke. Oh, die Erde würde ich jetzt gerne da reinschmeißen. Die brauchen wir jetzt auch nicht. So, der Kram kann auch hier bleiben. Wobei das können wir auch gleich woanders hin tun. Na. Tun wir erstmal hier rein, was wir jetzt nicht brauchen. Wir brauchen keine Milch. Wasser brauchen wir jetzt auch nicht. Genau, wobei die Pfeile würde ich schon behalten. Schwert. Nein. Gerüstblöcke. Nein. Den Kram nicht. Ja, das lassen wir drin. Das lassen wir auch drin. Gut, dann nochmal die Hacke. Wobei, wir können auch sagen, wir brauchen das Ding nicht. Wir haben einen Bogen, der hält auch lang genug. Okay. Dann brauchen wir jetzt noch ein bisschen Knochenmehl. Das haben wir ja oben. Oh, verdammt. Ich habe gar nicht. Ich hab jetzt das komplette Moos aufgebraucht, was wir hier oben hatten. Ne? Na gut, dann müssen wir nochmal einen kleinen Abstecher jetzt zum Lagerhaus machen, aber das ist kein Problem. So, nehmen wir mal eben von hier das Knochos von Melus mit. Da noch das Hottie-Hü. Da wollte ich du raus, ne? Ja. Gibt's aber nicht. Du bist hier gefangen. So, komm mit. Eigentlich wollte ich dich satteln. Ich will hier raus. Hier raus. Okay. Dann wieder auf nach unten. Dann könnte man natürlich auch überlegen. Na, erstmal gucken, wie viel Zeit wir dann noch haben. Also letztendlich würde ich das Ding, würde ich die 63 Knochenmehl jetzt auch wirklich aufbrauchen dafür. Ich habe keine Leine mitgenommen, ich Trottel. Wir haben doch hier bestimmt noch irgendwo welche, oder? Ja, mehr als genug, das ist gut. Das ist Glück. Okay. Da dann einmal raus, bitte. Pferdchen? Da bist du. Schön hier bleiben. Ich brauche dich noch. Oh Mann. Ja, es ist schon eine schöne Gegend hier. Vor allem, wenn man bedenkt, wie unschön die eigentlich am Anfang ausgesehen hat. Ich meine, ja, was ist unschön? Also es war ja ein ganz normaler Fichtenwald. Aber was hier bisher so draußen gezaubert wurde, das ist ja schon recht ansehnlich, würde ich mal behaupten. Okay. Ein bisschen was futtern. Und dann auf in die Tiefen. Da hätte ich wohl mal ein bisschen ausleuchten sollen, na egal. Aha. Um den geht's jetzt nicht. Der kann meinetwegen weiterhin da rumlaufen, meinetwegen auch despawnen. Das spielt für mich jetzt gar keine Rolle. Hauptsache, er stört mich jetzt nicht. So, ich brauche ein bisschen Moos. Da haben wir wieder einen Axolotl. Gib mal hier den Kram. Ja, den Teppich kann ich gar nicht hier behalten, den brauche ich nicht. Ja, du bist schon ein feines Viech. So, gehen wir wirklich hier? Ja, wir gehen wirklich hier lang. Ja, schön in die Ecken und Kanten gucken. Hier können überall irgendwelche Viecher rumlaufen. Bestes Beispiel da.
Der lebt einfach zu lange. Mit seiner blöden Rüstung. Und der lässt mir nicht mal was fallen. Dieser fiese Kerl. Irgendwie sind mir hier ein paar zu viele Monster. Das war vielleicht auch nicht so gut, die Idee. Huch. Gut, dann leuchte ich hier hinten halt aus. So, damit von hier keine Überraschung mehr kommt. Oh, ja. Ein Andy. Wie weit wollen wir denn gehen? Stimmt. Gegen Enderman habe ich jetzt nichts. Egal, spielt keine Rolle. So. War das ein Spinnenreiter? Ich habe eine Spinne gesehen und ein Skelett. Oh, ist wirklich ein Reiter. Nein! Ich habe dich trotzdem erwischt. Hey. Wobei ich auch sagen muss, dass ich ein bisschen Angst davor habe, den vor dem Enderman gerade. Es war nur ein Enderman in Anführungszeichen, der mich so anschielt. Das Problem, wenn ich ihn jetzt falsch angucke, oder wenn ich ein ganz kleines bisschen falsch gucke, dann habe ich ein kleines Problem. Das würde ich wahrscheinlich nicht überleben. Das Problem, genau. Das Problem überlebe ich nicht. So, noch ein bisschen Fackeln hier verteilen. Und jetzt die kleine Creeper-Armee hier hinter mir. Aus dem Leben jieten. Geh weg. Da war noch mal eben ein Spider. Aha, wieder Zombies. Brenne! Und du auch. Geh weg. Die nächste Spinne. Ich wollte mich jetzt aber eigentlich hier um ein bisschen anderen Kram kümmern. Das war knapp. Ach ja. Geh weg. Geh weg, habe ich gesagt. Mann, das hört doch einfach nicht auf, ne? Das ist halt das Problem, wenn man hier nicht ausleuchtet. Und dass man irgendwie gefühlt die Hälfte der Pfeile durchschießt durch das Vieh. Glaube ich denn? Ich bin jetzt eigentlich nicht hier, um irgendwelche Level zu farmen oder so. Warum schieße ich teilweise durch die Viecher durch? Das ist mir echt ein Rätsel. Ja, wupp, wupp. Selber. Da war ein Skelett mit einem verzauberten Bogen. Ich will doch nur mein Knochenmehl verteilen. So, und hier noch ein bisschen. Und, ach ne, so, das war so ein Ding. Okay, dann hier noch. Und hier. Ich habe keine Überraschung. Ne, keine Überraschung da gerade, das ist gut. Ich stehe nicht so auf Überraschung, jedenfalls nicht hier in der Höhle. Das war jetzt schon überraschend genug mit den Monstern. Nom. Ein bisschen Action zwischendurch kann ja nicht schaden. Wobei das ist gerade eher weniger Action ist, eher vielmehr ein bisschen lästig. Wir hätten so viel schaffen können. Naja, gut. Ja, es ist halt wie es ist. Was sagt das? 61. Okay, ja, vielleicht brauchen wir doch nicht alles davon auf. Oh, Mist. Ich sollte vielleicht nicht vergessen, auch hier und da mal einen kleinen Block stehen zu lassen. Damit ich so weitermachen kann. Trottel. Okay, dann einmal weiter. Mumm.
Gib mir dein Moos. Die Erze lasse ich erstmal so weit liegen, wie sie sind. Den Kram nehme ich auch noch nicht mit. Ach, das kann irgendwie auch da bleiben. Der auch. So, verteile dich. Breite dich aus, die Seuche. Oh. Wann greift mich das Skelett eigentlich an? Naja, gut. Ich will dich nicht provozieren. Sonst kommt gleich noch viel mehr als nur ein Skelett. So. Okay, dann einmal den Kram mal wegernten und dann sollte das erstmal reichen. Habe ich mich also noch nicht verhört. Au. Komm, ihr hättet mich gar nicht treffen können. Ich war weit genug weg. So leichtet eure Arme doch wieder nicht. Ich erkenne Endermänner, ja? Mann, 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 Mann. Jo, komm, noch ein bisschen mehr. Hier auch nochmal. Okay, wunderbar. Dann sollte es vorher gewesen sein. Na, brauchen wir jetzt echt nicht. Ich meine, wenn ich doch den Weg zurück wieder freikämpfen müssen. Der hat mich getroffen. Das war gemein. Und ich treffe ihn jetzt wieder nicht. Hey. Ich würde sagen, die Fackeln lasse ich vorher hier stehen. Okay, ich glätte dich abgebrannt. So, einmal die Beine in die Hand nehmen und laufen. Lauf! Dem nächsten Creeper in die Arme, genau. Jetzt haben wir den gelben hier. Ach, da ist jetzt der braune. Naja, solange sie Spaß haben. Und solange sie hier genug zu futtern haben, ist doch kein Problem. Sehr gut. Ja, das war ich eigentlich zu unten halt ein bisschen unnötig. Das sind so eine Sachen, die ich dann eher offscreen gemacht hätte. In einem anderen Schwierigkeitsgrad natürlich und dann wären wir auch deutlich schneller vorangekommen. Also ohne Monster quasi. Aber ja, so für zwischendurch ist es vielleicht gar nicht so schlecht. Was mir jetzt so ein bisschen stört, ist, dass wir wieder Nacht haben. Ja, okay. Dann gehen wir mal eben oben im Bauernhof ein bisschen, beziehungsweise in dem Farmgebäude ein bisschen schlafen. Oder habe ich hier unten in dem kleinen Hütchen hier noch ein Bett? Ich vergesse es jedes Mal. Nee, das hatte ich doch mal rausgenommen. Okay. So, du läufst mir jetzt hoffentlich nicht weg. Ich habe nämlich jetzt keine Lust, dich anzubinden. Ich will hier oben jetzt einfach mal schlafen gehen. Warum lasse ich eigentlich die ganze Zeit das Bett, die Türen hier offen? Das ist nicht so gesund. Oh Mann, diese Skelette da draußen. Und schau mich, andere Leute wollen schlafen? Und da kommt. Da kommt die mit so einem ekligen Bogen. Was ist das denn? Huh. Also, der Bogen hat schon echt wehgetan. Ja, der Golem ist auch wieder bei der Arbeit. Mein Pferdchen ist abgehauen. Ja, danke. Hast du gut gemacht. Ich habe jetzt zwar gerade kein Eisen für dich dabei, aber ich glaube, du brauchst keins. Ja, doch schon, aber ich habe gerade trotzdem keins für dich, oder? Ich will ja eigentlich auch schlafen. Darf ich denn jetzt? Na, endlich, Dankeschön.
Betten alle wieder frei. Da haben wir den Bogen mit Flamme, einfach nur Flame drauf, okay. Hey, aber eine schöne Ofenkartoffel, die können wir uns jetzt natürlich auch reinzwirbeln. Nom nom nom. Meine kleine Abwechslung, das ist auch gut. So, Seepferdchen. Ich brauche dich. Dann können wir nämlich hier wieder ein bisschen Kram reintun. Und zwar genau das und das und das. Und das. Und den Rest will ich tatsächlich auf Tasche lassen. Tut mir leid. Wenn mich nicht alles täuscht, würde ich mal behaupten, dass da ein Blitz eingeschlagen ist vor einiger Zeit. Da fehlt die Tür. Oh, ey, was soll das denn ständig? Gut, Seepferdchen, ich würde sagen, ich hänge dich hier mal dran. Ich muss ja noch ein paar Schäden beheben. Warum werden mir ständig die Türen überall geklaut? So, wir haben jetzt noch welche. Ja, nehmen wir gleich ein paar mehr mit. Die brauchen wir sowieso. Schwarzeich, ich brauche davon eigentlich noch mehr. So, Mist. So, Schwarzeiche, dich habe ich. Hier. 1, 2, 3. So, nochmal mehr Treppen. Das war das Schwarzeiche, oder? Ja, doch, 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 das war Schwarzeiche. Okay. Den Kram da wieder rein. Davon brauche ich zwei, der Rest kann weg. Gerüstblock habe ich jetzt natürlich auch nicht hier, aber ich habe Moos, damit kann ich mich auch hochstecken, das passt schon. Warum lasst ihr meine Sachen nicht heile? Überall wird ständig irgendwas weggenommen. Mann, 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 Mann. Ich meine, schön, dass ihr die Tür hier aufgelassen habt, dass ihr die Tür drin gelassen habt, ne? Aber. Naja. Belasst es mal dabei, ne? Die Tür hier fehlt doch trotzdem. Okay. Na gut, dann muss ich es einmal hochstecken, damit ich da den Dachschaden einmal beheben kann. Na, ich glaube, mein Dachschaden ist nicht mehr zu beheben. So, jetzt zeig mal her. Da ist auch noch was kaputt. Oh Mann. Okay, was brauche ich denn? Eine Treppe und eine Fichtenstufe. Noch mehr, wenn wir schon mal dabei sind. Ja, der Rest scheint alles, scheint soweit okay zu sein. Ja, da hinten ist auch alles gut. Ja. Okay, eine Treppe und eine Stufe. Das sollten wir schnell zur Hand haben. Da ist auch alles gut, ja. Ja, passt schön auf, wenn ihr mit Holz baut, dann am besten in irgendwelchen Biomen, wo es nicht regnet. Oder nicht gewittert. Genau, eine Treppe und eine Stufe war das. Ja, toll. Natürlich habe ich jetzt keine Stufen mehr aus Fichte. Das gibt's doch nicht. Es wäre so schön, um wahr zu sein, mal einmal das zu haben, was man braucht. Ja, okay, wir haben jetzt eigentlich sehr lange Zeit oben an der Festung verbracht. Kein Wunder, dass wir hier unten nichts mehr haben. Der Kram kann weg und der auch. Davon brauche ich einen, der Rest kann weg. So. Aber dann besser, wenn du das letzte Stückchen da auch nochmal aus und dann gucken wir mal weiter. So. Du kommst da rein und du da rein.
Ja, die anderen Dächer scheinen alle soweit noch okay zu sein. Ja. Ja. Ja, doch, alles gut. Okay. Wunderbar. Ja, schön. Wurde recht Zeit. Und die Hacke würde ich einfach mal mitnehmen. Die kann auch gerne oben in der Festung bleiben. So, Seepferdchen. Es geht wieder los. Ja, da freust du dich, ne? Endlich wieder hoch in die Kälte. Nein. In den Stall, ne? Der Stall ist ja schön warm. So, hopp. Wieder wunderbar den Kopf stoßen. So, den Sattel hätte ich ganz gerne wieder. Dankeschön. So, machen wir da oben wieder zu. Sehr gut. Da kann man natürlich gleich wieder den ganzen Kram reintun, den wir nicht brauchen. Also den hier und den und den und den und den und den und den. Und den auch. Und den. Und den. Ja, erstmal alles rein. Also ich muss ja meinen ganzen Kram aus dem Lager jetzt wiederholen. Wo habe ich jetzt die Sachen hingetan, die ich nicht mehr. Jetzt habe ich gerade wirklich vergessen, wo ich mein ganzes Werkzeug hingetan habe. So ein Mist. War das hier in diese Kiste hier? Ja. Das ist eigentlich auch die Kiste, die ich dafür grundsätzlich nehme. Aber kann ja trotzdem sein, dass ich das doch irgendwo nicht hingetan habe. So, ja, ich brauche so wie es aussieht bald mal wieder ein bisschen was in die Richtung Pfeile. Naja, gut, aber nicht jetzt. Sehr gut. Ach, dann hätten wir hier genug Moos. Das Moos, was wir jetzt aktuell dabei haben, das sollte auch vorerst ausreichen. Vermute ich nicht bis zum Ende, aber ein kleines Stückchen auf jeden Fall. Sehr gut. Ja, dann, Moos. Ach, ich war eben gerade im Lager, ne? Ich hätte dann gleich direkt ein paar Bruchsteine mitnehmen können. Die brauche ich doch jetzt sowieso. Beziehungsweise mit Moos. Ja doch, ich brauche ja beide Bruchsteine, genau. Damit wir da die wunderbare Straße weiterbauen können. Um den Bordstein. Kann man sich dann natürlich wieder später kümmern. Da ist jetzt aktuell nicht so wichtig. Erstmal wird die Straße als solches gebaut und dann. Genau. Kommt wieder die wunderbare Kante. Da können wir uns wieder die Kante geben, genau. Ach ja. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Natürlich schneide ich jetzt wieder, ne? Ist es ein Gewitter? Nein. Okay. Wirklich nicht. Ein bisschen hiervon. So, genau. Wir können erstmal das ganze Moosgedöns herholen. Das auch. Die hier auch. Und die auch. Und die auch. Dann sollte ich hier noch ein bisschen bemoosen. Erstmal alles hoch, gut. Also wir haben davon einen vollen und davon einen vollen. Dann kann ich den dahin tun und den dahin tun. Dann gibt es noch diese hier. Und nochmal ein Stack davon. Ach komm. So. Okay. Dann bräuchten wir eigentlich auch noch mal die Stufen.
Natürlich in der gleichen Variante. Ja, Stufe. Stein und Chirurg ist unten. Und das Bett ist hier. Ich darf jetzt schon schlafen? Na, war vielleicht auch ein Gewitter. Ja, komm, bitteschön. Wenn du mich schon die ganze Zeit so anguckst. Warum sind die Hunde mir so verfressen? Das frage ich mich echt. So, ein paar Stufen. Gut, dann. Ein paar Stufen. Und ein paar Stufen. Gut, davon hätten wir jetzt, beziehungsweise davon brauchen wir eigentlich auch ein paar Stufen. Aber. Egal. Ja, wobei, nee, eigentlich ist es nicht egal. Gut. Müssen wir uns wieder noch ein paar Steine holen. Naja. Dann ist es halt so. So. Ja. Vielleicht reicht das dafür aus. Steinsäge. So. Okay. Der kann da liegen bleiben. Genau, der kommt dahin. Und der hier gehört dorthin. Wunderbar. Dann versuchen wir uns jetzt irgendwie einen halbwegs brauchbaren Weg hier runter zu zimmern oder Straße zu basteln oder sowas. Ja, wobei ich glaube ich schon ganz gerne ein kleines Basement hier am Anfang noch hätte. Mit Erde. Dann ist es ein bisschen einfacher. Huch. So. Genau. Und dann müssen wir jetzt so langsam, aber sicher so eine kleine Wölbung hier reinsetzen. Beziehungsweise eine kleine Rundung. Die Straße. Ja, dann ist eine richtig schöne weibliche Rundung, genau. Naja, wenn ich dann hier eine Stufe drauf setze und dann da einen ganzen und dann da wieder eine Stufe und. Gut, dann muss ich hier natürlich noch ein bisschen weitergehen dann. Ja, das müssen ja schon eher diese zwei Schritte sein. Okay, das kriegen wir aber hin. So, dann hier auch nochmal ein Stück. Okay. Ja, wobei, der kann dann wegbleiben. Huch. Da muss er hin. Setzen wir da noch ein bisschen was dran, vielleicht. Okay, dann gucken wir erstmal, dass wir jetzt so ein kleines bisschen den Weg schustern. Mit dem Material, das wir jetzt da haben. Also, wir brauchen jetzt erstmal ein paar. St Ja, warte mal. Wenn da eine Stufe hinkommt, dann kommt hier. Wir können ja erstmal gucken, nur dass wir das mit den ganzen Blöcken soweit fertig kriegen. Vorerst. Da muss auch nochmal einer ran. So, und da wäre ich eigentlich schon langsam am Anfang mit der Wölbung, würde ich dann da so, beziehungsweise mit dem Bogen, würde ich da so rangehen, genau. So, vielleicht. Da fehlt sowieso noch was, merke ich gerade. Ja gut, egal. Kümmern wir uns gleich drum. So, dann da noch ein bisschen Moos.
Genau, dann fehlen hier erstmal die Blöcke, wo eigentlich die Stufe drauf ist. Wobei ich hier keine Stufe mehr hinsetzen würde, das würde ich ja da machen. So. Und da kommt hier wieder ein ganzer Block hin. An der Stelle. Okay, gib mal die Fackel her, danke. So, das heißt, ich werde jetzt hier vielleicht wieder ein bisschen beim Moos lang gehen. Kann nicht schaden. Ich stehe ja sowieso total auf dem Moos, man kennt das ja. Moment. Das war irgendwie falsch. Das war die falsche Höhe. Da sind Stufen. Eigentlich müssen hier die Blöcke hin. Trottel. Naja, es ist halt wie es ist. Okay, dann würde ich den, glaube ich, auch nochmal austauschen. So. Dann haben wir hier wieder eine Line, wo eigentlich dann die Stufen drauf müssten. Ich habe gerade keine Erde mehr da. Erde, gib mir Erde. Nee, da auch nicht die Erde. Dankeschön. Wunderbar. So, genau, das ist der Bereich, wo wieder Stufen drauf müssen. Und dann kommt hier wieder ein ganzer Block drauf. So. Ja, vielleicht wirklich so jetzt langsam. Dann könnte man da nochmal einen davon hinsetzen. Damit wird es erstmal so eine kleine geradere Spur haben. Ja, das war nicht so schlecht. So, dann hier wieder der Bereich für die Stufen. Dann wieder ein paar 1, 2. Ups. 3. Na komm. 4. Eigentlich haben wir eine Breite von 5 bei der Cheterasse. Gut, dann müssen wir da wohl noch ein bisschen hochsetzen, den Kram. So, machen wir das vielleicht so. Okay. Dann wieder ein paar Stufen dahin. Und hier bestenfalls auch nochmal. Dankeschön. Fackel darf einmal weichen. So. Ja, sehr fein. Dann würde ich hier. Wieder sowas sind das? 1, 2, 3, 4, 5. Geht das so? Ja, es ist hier eigentlich, eigentlich ziemlich eng noch, ne? Ja, ich weiß. Da werden wir wohl noch ein bisschen was anpassen müssen später, aber nicht jetzt. Das hier ist soweit in Ordnung. Ja, das kann man eigentlich so lassen. Okay. Gut. Dann ein bisschen vorbereiten für die Stufen wieder. Letztendlich kennt man, wisst ihr ja schon, wie man die Straße hier baut, beziehungsweise wie ich die Straßen baue. Ist ja jetzt nicht die erste, die gebastelt wird. Ja, wobei. Das haben wir da weg. Gut. Dann können hier wieder ein paar Steine drauf. 1 und 2 und 3 und 4. Und wieder einen fünften. Na, vielleicht den. Ja, ich hätte das hier viel mehr abrunden müssen an der Stelle schon. Naja, kriegen wir schon hin. So, aber keine Angst, wir werden jetzt nicht die Treppe bis zum Ende bauen. Ein Teil davon, aber. Well, die Straße. Treppe, Straße, ja, alles das Gleiche. Hier ist eine Straße.
1, 2, 3, 4, 5. Naja. Eigentlich soweit richtig. Dann würde ich jetzt überlegen, dass die nächsten vielleicht wieder in diese Richtung sich. Oder dass die Straße dann in diese Richtung sich wieder wölbt, aber nicht jetzt. Das ist erstmal der Bereich, den wir jetzt fertig machen bis hierhin. Also hoch den Kram, runter den Mist. Okay. Ja, wir müssen jetzt verschlafen gehen, aber das wird man sich trotzdem mal angucken. Ja, ich war ein bisschen spät. Aber ich hoffe, man hat es trotzdem noch ein bisschen erkennen können, wie wunderbar es auch ist. Toll. Ich komme schon ins Bett. So. Ha. Ja, sehr gut. Dann ein paar Stufen weiter. Warum habe ich eigentlich die Steinsäge mitgenommen? Ich trottel. Okay, dann wird hier oben hier erstmal hingesetzt. Und zwar genau. Da. So. Okay. Wir brauchen Stufen, bitte. So, und dann da nochmal eine. So. Machen wir vielleicht so an der Stelle. Ich weiß, dann muss ja da wieder ein bisschen Erde hin, aber das ist kein Problem. Ja, jetzt mal hin das Ding. Dankeschön. Ja, wenn da Erde dran ist, dann ist es halt einfach deutlich einfacher, da die Felswand dran zu setzen oder sowas. Also, ihr kennt das ja schon. Ich habe das ja schon so oft getan. Es ist ja jetzt nicht, es ist ja jetzt nichts Neues. Okay, dann setzen wir auch mal ein paar von diesen wunderbaren kleinen süßen Stufen dahin. Okay. Eigentlich müsste dieser hier weg und zur Stufe gemacht werden, beziehungsweise würde ich das vielleicht eher so machen. Den ersetzen. Und da eine Stufe rein. Wäre schon sinniger, also ja. Durchaus. Genauso wie der hier. Und der hier, wenn ich die beiden nochmal wegnehme. Ja, wobei der hätte eigentlich da bleiben können. Hier nochmal eine Stufe rein. Genauso wie hier. Dann kommt da ein ganzer Block rein an der Stelle. Meinetwegen dieser hier. Da muss der hier auch nochmal ausgetauscht werden. So. Okay. Wieder ein paar Stufen gesetzt. Und zwar genau hier und dort und da. Okay, wunderbar. Dann würde ich aber ganz gerne hier noch ein bisschen weitergehen. Wobei, da muss ein ganzer Block wieder hin. Machen wir es so. Ich glaube, dass ich auch mal ganz gerne einen ganzen Block hätte. Na, das scheint so schon ein kleines bisschen besser zu passen. Dieser hier nochmal weg. Da können wir da wieder wunderbar ein paar Stufen verlegen. Die hier müsste eigentlich wieder weg. So. Okay, dann einmal weg mit der Fackel, damit wir ein paar Stufen setzen können.
Irgendwie wirkt das noch etwas seltsam hier an der Stelle. Gib mal hier den Kram. Da nochmal eine Stufe rein. Dann hier noch ein paar Stufen. Will ich hier nochmal eine Stufe haben oder nicht? Ja, will ich. Und hier eigentlich auch nochmal. Okay, der Gang nach unten ist eigentlich recht okay. Der nach hier oben eigentlich auch, wobei diese Ecke schon so ein bisschen eng wirkt, ne? So. Soll ich hier da nochmal was ransetzen? Genauso hier. Das rundet den ganzen Kram dann nur ein kleines bisschen ab. Nicht viel, aber ein bisschen. Jo, ich denke, so kann man das jetzt lassen. Genau. Das wäre dann der wunderbare Verlauf der Straße bis da unten zumindest. Sehr gut. Dann würde ich jetzt auch eigentlich sagen, dass wir die Folge für heute beenden. Auch wenn wir heute nicht so viel geschafft haben, aber klar, ein bisschen was war es trotzdem. Und wenn ich ein bisschen besser vorbereitet gewesen wäre, dann hätten wir hier auch deutlich mehr von der Straße hingekriegt. Egal. Dann haben wir halt heute nicht so viel geschafft. Gut, und der Bereich ist natürlich auch ein bisschen vollgeschneit. Egal. Egal, egal, egal. Gut, ja, dann hoffe ich auf jeden Fall trotzdem, dass euch die Folge gefallen hat, auch wenn wir heute nicht so viel geschafft haben. Ja, da würde ich sagen, seid gespannt, womit wir beim nächsten Mal weitermachen, ob wir dann hier die Straße weiterziehen. Ich meine, das Material haben wir jetzt da und das sollte eigentlich auch relativ fix gehen. Bis dahin würde man es auf jeden Fall hinkriegen und den Anschluss nach hier drüben mit Sicherheit auch. Ich meine, eigentlich könnte man sich auch schon fast überlegen, ob man hier jetzt schon das Ding rumzieht. Das wäre nicht das Problem. Okay. Ja, dann, genau, würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.